Hallo und herzlich willkommen, liebe Endless Space 2 Fans. Mein Name ist Cheeky Boink und wir spielen die Riftborn und das ist immer noch Early Access. Es wird nicht mehr lange dauern, aber im Moment ist es immer noch Early Access. Runde 107. Oh, ich muss noch eine kurze Zusammenfassung geben. Wie sieht es im Moment aus? Wir sind... Oh, bei den Punkten sind wir echt weit zurück. Horatio sind auch vor uns. Wir müssen Gas geben. Ansonsten stehen wir ganz gut da. Die Militaristen sind irgendwie im Vormarsch, aber das liegt daran, weil wir jetzt diese Kampfschiffe gebaut haben. Ich möchte sie auch nur zur Verteidigung haben und nicht zum Angriff. Also, ne? Darum geht's mir eigentlich. Was brauchen wir denn? Wir brauchen Kohle. Eigentlich brauchen wir nur Kohle. Immer Kohle, Kohle, Kohle. Was brauchen wir denn, um hier zu kolonisieren? Atmospheric Filtration. Okay. Das erforschen wir auch gerade. Was ist das denn für eine Knutschkugel da mitten auf der Lane? Hier haben wir Cheng. Fliege ich mal rüber. Die beiden hier wollte ich eigentlich zusammenpacken. So, haben wir einen großen Truppenverbund. Genau, die lasse ich auch hier. So, wenn wir das hier alles zusammen haben, brauchen wir unbedingt Population. Da sind auch die Militaristen stark. Wieso sind wir jetzt im Minus? Wegen den ganzen Schiffen oder was? Ja. Definitiv wegen den Schiffen. So, hier geht's jetzt ans Kolonisieren. Ah, das... Oh, okay. Können wir eh nur eine Population unterbringen. Ja, genau, ich brauche Singularitäten. Irgendwas ist hier. Achso, Asteroid Field. Der Wein. Ein Price Crash. Ja, das hoffe ich doch auch, dass unsere Völker in Frieden zusammenleben können. Aber Peace will er nicht. Trade Agreement. Auch keinen Bock drauf. Der Kollege.
weiter. Achso, Singularitäten haben wir noch. Dann holen wir uns doch mal hier wieder eine hin. Und machen wir hier mal eine. Das System haben wir dann auch bald eingenommen, wenn das so weitergeht, mit dem Einfluss hier. Haben wir irgendwas mit Dust? Nee, nur Food. Okay. Auch Horatio. Jetzt hier weiter. Wie sieht's denn im Senat aus? Okay. 25 Riftborn gegen 5, 10, 16, 18 der anderen Fraktionen. Ich möchte nicht kämpfen, vor allem nicht gegen Horatio. Retreat, please. Verdammt, meine Schiffe sind kaputt. Oh oh, Jungs. Das gibt Ärger. Aber ich habe hier mein Kampfschiff. Ja, blöd. Ich meine, gut, wir sind in deren Raum eingedrungen, könnte man jetzt auch sagen. Und ist es denn Aggression? Wir sind doch nicht aggressiv gewesen. So null aggressiv eigentlich. Close Borders. Peace. Frieden. Frieden ist nicht möglich. Also das ist schon sehr, sehr negativ eingestellt. Und wir sind schon mal bei Cheng. This planet is unique. Medium Savanne. Sollen wir da mal einen Ghost hinschicken? Ich muss einen Ghost kaufen. Tun wir das doch. Kostet mich der. Achso, ist dann eine Runde fertig. Ja, dann. Okay. Industrialisten gegen Militaristen wird eine spannende Wahl. Schiff da. %20 erforscht. Ionenkristall ist mir neu. Wir können kolonisieren. So. Und lasst mich schauen kurz. Antimaterie.
sehr wichtige Ressource. Ein Trade Company HQ. Erstmal kolonisieren, ne? So, Research Queues empty. So, ich weiß gar nicht, was wollen wir denn dann als nächstes? Kultur Center. Wie lange dauert das? Geht gar nicht. Okay. Jetzt aber 7 Runden. Sehr, sehr lang. Sehr, sehr lang. Schade, dass ich das System nicht erobern kann. Und dann wäre es mit den Einflusspunkten noch einfacher. Ich möchte auch nochmal Lean da. Es ist Voting Time. Wie sieht es aus? Industrialisten, Industrialisten, Religiöse, Religiöse. Noch mehr Religiöse und das war's. Ich glaube, Industrialisten jetzt nicht mehr auf Platz 1. Definitiv, oder? Ich gucke nach. Ich schau mal. Ha, die Grünen sogar. Numero uno. Das ist schon sehr gemischt, ne? Sind alle vertreten hier. Was letztendlich, wenn es nicht den Zwang gibt, in Koalitionen zu regieren, sondern vielleicht auch in Absprache mit den anderen Fraktionen im Senat, das weiß ich nicht, wie es bei Endless Space ist. Wäre mal interessant, glaube ich. Die Politik dahinter. Die Politik hinter Endless Space. Möglich oder nicht? Oh, ich habe auch keine Singularitäten mehr. Also geil das Konzept auch ist, aber irgendwie sind auch nur kleine Boni. Ich denke mal, je länger man dabei ist, umso relevanter ist das. So, wir müssen uns hier noch spezialisieren. Wir machen von jedem einen. Wissen, was sich hier vor sich geht. Wir könnten die nicht angreifen. Also sie können uns angreifen, aber wir sind nicht. Warum nicht? Vielleicht, weil sie nicht auf unserem Boden sind. Okay. Ja. Ich wollte auch nicht nerven oder so klingen oder so. Aber ich glaube, das hat... Ja.
naja. Hero Level Up. Was zur Hölle? Wir sind im Krieg jetzt mit dem Horatio. Ernsthaft? Aggressive? Hä? Cold War, aber nicht Krieg, oder? Jetzt bin ich ganz durch. Ich glaube, ich lege mich jetzt einfach hin und gehe schlafen. Ich verstehe es gerade nicht. Warum gehen die in den Krieg mit uns? Hier ist schon 100%, aber ich weiß nicht, was ich bauen soll. Zweifelt gar nichts. Erstmal hier kolonisieren. Also, ich möchte keinen Krieg mit denen, aber wenn sie meinen, dann wird es halt darauf hinauslaufen, ne? Leider Gottes. Gut, liebe Freunde, aber wir machen mal Folgendes. Wir machen mal jetzt ein bisschen früher Schluss heute. Ich bin auch echt müde. Und dann gehen wir frisch und fromm in die nächste Folge. Tja, 530. 591. Die Horatio sind schon. Und da sind noch jemand ist vor uns. Ich möchte gar nicht wissen, wie weit die weg sind. Mit den Punkten. Vielleicht müssen wir doch wieder einen Krieg führen. Ich möchte es echt nicht. Ach komm, wir lassen es jetzt mal so laufen. Wir machen wirklich nur Krieg, wenn wir angegriffen werden. Wenn wir angegriffen werden, dann verteidigen wir uns. So machen wir es. Aber jetzt nur, weil wir drauf Bock haben, machen wir es bei den Horatio nicht. Dann sind sie halt im Moment ein bisschen stärker, aber das relativiert sich ja vielleicht noch. Ich wünsche euch eine gute Nacht, einen schönen Tag, bis zum nächsten Mal. Und hinterlasst mir gerne auch Kommentare zu den Folgen. Einfach hier drunter schreiben. Tschüss!